Findest du es schlimm? Ja. Ja, da fühle ich mich ja ein bisschen angegriffen, weil ich auch relativ groß bin, aber ich lasse es dir mal durchgehen. So, einmal zurück. Ja. Vielleicht müssen wir auch mal ein bisschen aufs Beaterspiel achten. Das vergesse ich nämlich ab und zu. Ah, daran merkt man, dass du ein Chaser bist. Ja. Oh, und da ist er durchgedrived. Sehr schön. Und das zweite Tor. 20-0 für Köln gegen die Tübinger Testrale. Testrale jetzt auch wieder in Blatscher-Control. Also sie haben beide Blatscher. Ja, genau. Ist immer vielleicht gut für die Zuschauer an den Endgeräten. Blatscher-Control heißt 2 von 3 Klatschern. Und nicht Blatscher-Control heißt keinen oder nur einen. Genau. Ah, das war knapp drüber. Aber sie versuchen es nochmal. Genau, die Nummer 50, das ist Erik Jacobs. Wirft. Da ist der Pass nicht ganz angekommen. Genau. Und leider auch kein Tor. Aber es ist noch nicht vorbei. Ich habe das Gefühl, Köln steht relativ kompakt an den Hoops immer dran. Ja. Und hat auch nicht so das Interesse, irgendwie von abzuweichen. Sie ziehen auch wirklich zu. Aber, und da hat Tübingen es doch geschafft. Das war das Tor 2010. Tor von Anton Rabe, der einen Bart hat, seit seinem 14. Lebensjahr. Das steht auf meinem Sheet. Das ist Respekt. Das ist mal ein Funfact, ja. Ja. Ich kann mir ja keinen Bart wachsen lassen, seit ich 14 bin. Blatscher-Kontrolle wieder bei den Kölnern. Da hat man jetzt einen schönen Pick gesehen von der Nummer 4. Köln versucht es auch von hinten an die Hoops. Und es geht durch. Das war ein Tor gegen Tübingen, die in dem Baden-Württemberg-Liga dieses Jahr den letzten Platz belegen konnten. Wir sind gespannt, wie das Ranking jetzt am Ende dieses Turniers aussieht. Ja, die Tübinger sind auch ein Team, das kann dich jedes Mal wieder überraschen. Die sind bei jedem Turnier ein bisschen anders aufgestellt. Das ist eine kleine Überraschungspackung. Ja, genau. Also hatten bis vor ein paar Jahren auch noch ein Zweiteam irgendwie, weil sie zu viele Spieler hatten. Und heute, glaube ich, einen relativ kleinen Kader da. Ja. Kontrolle von den Blatschern ist immer noch bei Köln. Die halten das sehr gut. Das Schöne ist natürlich, wenn man Blatscher-Kontrolle hat, dass man auch zu zweit vorne helfen kann, wenn jetzt, ein Angriff läuft. Ah, sorry, da musste ich kurz so laut werden, weil das sehr dramatisch aussah. Da ist gerade Uneinigkeit darüber, ob es irgendwo Injury gab. Ja. Und jetzt werden kurz die Regeln nochmal erklärt. Aber ehrlich gesagt, ich blick da auch nicht so ganz durch. Also wenn du eine Ahnung hast, was gerade abgeht, dann... Da ging es jetzt gerade darum, ob es wirklich eine Injury ist, für die das Spiel gestoppt werden muss. Ach so. Und das ist halt... wenn jemand am Boden liegt, wird gestoppt. Aber es geht weiter. Das war auch gerade schön faires Spiel. Es hat keiner versucht auszunutzen, die Verwirrung. Ja, das ist gut. Bei den Regeln kann man schon mal ein bisschen konfus werden. Ich muss gestehen, ich habe das Regelbuch, wie dick ist das? 100 Seiten oder so? Noch nie komplett durchgelesen. Ja, die gekürzte Version ist, glaube ich, jetzt 100 Seiten. Aber also ich habe gestern spontan meinen Snitchref geschafft. Ach so, wirklich? Das war schön. Cool. Und nächster Angriff von den Testralen. Alleine ein Drive und... er wartet und durch. Sehr schön. Die Beater sind derweil beschäftigt an der Mittellinie. Und jetzt haben die Testrale fast zum ersten Mal in diesem Spiel wirklich ihre Blatscherkontrolle. Jetzt könnte es interessant werden. Viele Teams reagieren ganz anders, wenn sie dann doch mal Blatscherkontrolle haben. Da müssen wir jetzt mal, können wir mal gucken, wie sich die Testrale dabei machen. Definitiv. Es ist ein komplett anderes Spielgefühl, weil man quasi das Spiel dominiert. Man kann quasi rausnehmen, wen man möchte. Und es ist wahrscheinlicher, dass man die Kontrolle über beide Blatscher auch behält. Ja. Jetzt haben wir hier eine Quaffelübergabe, denn einer der Kölner ist leider rausgelaufen aus dem Feld. Genau, nämlich sobald die Füße die Linie berühren. Oh, gerade ein Tor von Tübingen, wie du richtig vermutet hast. Gut ausgenutzt, die Blatscher-Control. Ja,
von der Nummer 49, glaube ich. Ein wunderschönes Tor. Mit beiden Händen gefangen. Ja, stimmt. Es ist sehr wichtig zu erwähnen, dass mit beiden Händen gefangen werden sollte. Und jetzt haben die Testrale wieder Latscherkontrolle verloren. Mal gucken, ob sie diesmal doch ihre Ruhe behalten können. Genau, jetzt gibt es die schwierige Situation gerade, dass die Testrale bis eben gerade gar keinen Blatscher hatten. Oh, das sieht gerade ein bisschen nach so einem Sauhaufen aus. Ja. Aber Köln... Köln verwandelt das in ein Tor. Köln verwandelt das. Wie als wäre es nichts. Respekt. Läuft er da durch. Ob man solche Sauhaufen trainieren kann? Nummer 95 hat wohl den, die Pfeife nicht gehört. Hast du gesehen, was da los war? Ich war gerade irgendwie fasziniert von seinem Gang zu den Hubs zurück. Da ging es doch um den Sauhaufen, Tor gut ist, weil die nämlich mit den Blatschern auch drauf geworfen haben. Ach so, okay. Und es war gerade unklar, ob er Beat war. Ah, ich verstehe. Gut, dass einer von uns beiden aufpasst. Dafür siehst du die schönen Läufe. Dafür sehe ich die schönen Läufe. Ja, Nummer 95. Wen haben wir denn da bei Köln? Die Nummer 95, das ist der Yannick. Der Yannick ohne C, was soll ich sagen. Yannick ohne C, ein sehr graziöser Gang zurück zu den Hoops. Kann er auch den Quaffel? Ja! Oh, nein! Er ging durch! Ah, er hat ihn zwar sehr graziös auch abgeblockt, aber er ging trotzdem durch. Das war sehr knapp. Da wünscht man sich doch diese 5 cm Armlänge mehr. Ja, stimmt. Aber ich sag mal, man kann nie lang genügend Arme haben, oder? Also das stimmt. Optimal wäre es natürlich, wenn man einfach einmal die Arme ausstreckt und dann alle Hoops einfach abdeckt. Das wäre sehr interessant. Ja. Da würde das Spiel vielleicht auch ein bisschen unfair machen. Jetzt haben die Testrale wieder Blatscherkontrolle. Die Nummer 40 da, sehr aggressiv. Soban, oh Gott, es tut mir wirklich leid, falls du den Stream jetzt anguckst und ich deinen Namen falsch ausspreche. Soban Gayapur Noban Degani. Bleibt da am Koffel und jetzt hat er ihn sogar. Oh! Oh, sehr schön! Hast du das gesehen? Ja! Oh, den Trick muss ich mir merken. Hier kann man noch was lernen. Sehr schön gemacht. Ja, also... Was Respekt! Bleiben mir kurz die Worte weg. Also einfach den Ball hinter dem Rücken so einmal lang geschaffelt und zack, Tor. Das ist immer das Schöne, wenn man nochmal eine Überraschung hat für die gegnerischen definitiv, Teams. Definitiv. Also, und ja, also das gefällt mir wirklich gut, wie er da rangeht. Ja. Auch schön gezielte Beats. Ach, hier jetzt leider gerade ein bisschen Facebeat. Die Nummer 15, der Torben, sagt sehr schön laut an, dass es gerade keine gegnerischen Beater mit Blatscher gibt. Und ja, Tor verwandelt, immer noch im Blatscher-Control für Köln. Warst du den Spielstand zufällig gerade? Ja, der ist 50-50 sogar. Achso, wir können da. Was? 50-50? Okay. Ja. Ich habe, glaube ich, irgendwie ein paar Tore von Tübingen verpasst. Ja, das waren immer diese kleinen Tricktore. Ja, das waren die Tricktore. Das war sehr schön gemacht. Was können wir denn bisher so zum Spiel sagen? Also, die Defense von Köln wird jetzt versucht, ein bisschen nach vorne zu verschoben zu werden, habe ich das Gefühl. Ja. Der Tübingen kommt langsam so ein bisschen rein. Wie sie das aufknacken können. Hast du das gerade gesehen? Wie er den Ball dann noch gerettet hat? Oh, und? Also, gerade noch gehabt. Ich bin jetzt offiziell Fan von Soban Gayapunobane Degani. Ihre Beats sind einfach super. Ja. Ja, so generell, ich finde, bei den Testralen merkt man, dass so ein bisschen Unruhe reinkommt, sobald sie nicht Blatscherkontrolle haben. Ja, das stimmt. Da kommt in das gesamte Spiel so ein bisschen Unruhe rein. Sobald sie die aber haben, gehen sie solide nach vorne und machen auch hinten solide genau, zu. Genau, da wird dann konstanter Druck gemacht. Aber ohne Blatscherkontrolle gibt es auch viele so Angstmomente, habe ich das Gefühl, wo die Beater den Blatscher halt fallen lassen. Ja. Aber das sagt sich auch so einfach als Chaser. Auch als Beater an der Seitenlinie sagt sich das immer sehr einfach. So, ja, halt dein Blatscher fest. Aber es sind sehr schöne gezielte Beats auch öfters. Also ja, schönes Passspiel gerade. Oh, wunderschön. Ja, eine Dreierpasskombination und dann durch den mittleren Hub. Also und jetzt stehen wir schon 60-60. Es ist ein knappes Spiel. Die Zeit wissen wir gerade leider nicht. Ja. Was schätzt du denn, was die Zeit ist? Also es gab relativ wenig Stoppen. Ja, 13 Minuten hätte ich gesagt. Ja, ich würde auch so 12-13 hätte ich gesagt.
Der Schnatz macht sich halt noch nicht fertig. Ja, der Schnatz sitzt ganz gesittet an seinem Tisch, oder? Ist ja. das der Schnatz? Und wartet auf den Einsatz. Ich bin gespannt. Meinst du, es gibt noch ein Timeout? Ich glaube irgendwie nicht, weil es läuft bei beiden Teams so einigermaßen gut. Ja, also es macht jetzt auch keiner so eklatante Fehler, dass ich sagen würde, ihr müsst mal stoppen und euch zusammensammeln. Ja. Die nutzen nur sehr gut aus, wenn das andere Team einen Fehler macht. Genau, stimmt. Dann sind sie da. Es ist ein ja, du hast recht. Es ist ein relativ ruhiges Spiel und wir versucht die Lücken zu nutzen. Ja. Ich finde das auch sehr schön. Die Beater machen keine unnötigen Beats, aber lassen auch niemanden ungebietet vorbeilaufen, wenn sie die Chance haben, ihn mal so schnell zu cherrypicken. Ja. Das haben die beiden sehr gut gemacht. Und Köln jetzt im Vorfeldbesitz läuft wieder nach vorne. Ja. Haben einen starken Driver. Die Beater auch sehr weit hinten mit drin. Okay, da gab es kurz Verwirrung, glaube ich. Ja, und aber, ein Tor. Ja. Kann man auch zu seinem Vorteil nutzen und ein Tor schießen. Da muss man sagen, da sind die Kölner gefühlt, also von meinem Gefühl her, auch ein bisschen robuster, dass sie gerade ein bisschen mehr Kopf haben, ja. wo die Pfiffe herkommen. Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ja, es ist manchmal auch so ein Quidditch-Pitch schwierig zu erkennen, wo jetzt irgendwie was gerade passiert, weil es sind ja zwei Pitches nebeneinander und wenn da vom anderen Pitch Pfeifen rüberkommen, ist manchmal sehr verwirrend. Ja. Das kann man schon gut nachvollziehen. So, jetzt kommt wieder die Tisrale im Angriff. Ohne Blatscherkontrolle. Das macht es natürlich nicht einfach, weil sie... Oh! Eiskalt! Wozu brauchen sie Blatscherkontrolle, ja, also, wenn sie solche Würfe haben? Brauchen sie wirklich nicht. Das war ja fast von der Mittellinie, der Wurf. Da also, kann er stolz drauf sein. Da kann er wirklich stolz drauf sein. Ich glaube, er hat jetzt die Hälfte der Tore hier geworfen. Der gute Sopan. Ja. Das ist, glaube ich, jetzt aber auch so richtig unerwartet gewesen. Richtig unerwartet, ja. Er hat auch so ein bisschen den Vorteil, für alle, die gerade nicht hier sind, der Wind kommt tendenziell eher von der rechten Spielfeldseite. Also aus dem. Die Testrale haben ein bisschen Rückenwind. Aber trotzdem ausgeglichen. Genau, die Keeperin sichert sich den Ball, das ist die Nummer 49, Rahel Gerrens. Wir haben Blatscherkontrolle von den Testralen. Die keine Bieter bei den Kölnern. Oh, aber der Keeper hat sich den Ball gesichert. Er sichert den Ball, wirft sich mit seinem Leben vor diesem Ball, wie er sein Leben bestimmt auch für die Bundeskanzlerin geben würde. Also Yannick klärt das sehr schön. Ja. Geht auch ruhig dran, also auch nicht irgendwie nervös. Nicht überhastet, einfach. Einfach sein Ball. Hat er das Ding. Und ein schöner langer Pass. Und ist angekommen. Er hat auch versucht, mit beiden Händen zu fangen, also ein großes Lob von mir. Und ein schöner kleiner. Hier sieht man ein bisschen das Problem, wenn die Beater von den anderen Beatern zu sehr abgelenkt sind. Ja, genau, da können die sich nicht aufs Quaffle-Game konzentrieren und dann. Und dann passieren solche Durchläufer. Genau, danke schön. Ja. Und Köln hält ja auch bewusst gerade den einen Beater zurück. Jetzt dadurch haben die Testrale jetzt aber Blatscherkontrolle. Oh ja, stimmt. Ui, dann bin ich mal gespannt, ob sie jetzt den 10-Punkte-Rückstand aufholen können wieder. Also es ist alles drin. Der Snitch-Catch wird meiner Einschätzung dieses Spiel entscheiden. Definitiv. Es wird eine knappe Geschichte werden. Weißt du, wer der Snitch ist zufällig? Nee, leider nicht. Okay. Ich weiß auch nicht, wie die Seeker sind von beiden Teams. Sie machen sich auf jeden Fall schon fertig im Hintergrund. Ich sehe so kleine Hüpfer. Stimmt. Und aber man muss auch immer gucken, es ist nicht immer der Sieger, der sich gerade fertig macht, auch der Sieger, der als erstes rausgeht. Und hier gab es ein Tor für Tübingen. Tübingen geht in Führung. Ja, aber sie haben jetzt gerade auch wieder BS verloren. Ah, nee, also Gleichstand. Control. Ja. Und hier gab es einen Boomsdown. Ich habe jetzt nicht genau gesehen, warum. Headref zeigt etwas an. Illegal Equipment. Oh, Illegal Equipment. Da hat noch jemand ein Armband an der Hand. Das ist immer ärgerlich. Vor allem, wenn das so spät irgendwie auffällt. Ja, das ist sehr ärgerlich. Illegal Equipment ist natürlich deswegen verboten, weil es einfach eine Gefahr darstellt. Das sind alle Armbänder, alle Uhren, jeglicher Schmuck, den man so umhat. Ja. Der ist beim Quidditch verboten. Abtapen reicht da auch nicht. Man muss ihn wirklich abnehmen. Ja, ist ja
finde ich auch wichtig, dass da die Sicherheit von den SpielerInnen gewährleistet wird. Aber gibt es da eine Karte für Illegal Equipment? Man kann eine Karte geben, aber Chula entscheidet, dass man es nicht tut. Finde ich auch zu Recht, ja. Weil er hat gespielt und es scheinbar selber nicht gewusst. Solange er seinen Schlagring zu Hause lässt. Die Kölner nutzen es aus und machen ein ganz schnelles Tor. Das war ein Drive, zack, durch und fertig. So wie er im Buche steht. So wie er im Buche steht. Im Buche Drive für Dummies. Oder Quack Kapitel 1. Quack Kapitel 1, okay. Für alle, die es nicht kennen, die Quack, das ist die Quidditch-Akademie. Die wird jedes Jahr vom Deutschen Quidditch-Bund veranstaltet. Und dort treffen sich immer Delegierte, vor allem von jungen Teams, um ein bisschen mehr über Quidditch und das Training zu lernen. Jetzt versucht die TS gerade, versuchen wieder aufzuholen. Ja, sind hinter den Hoops und ziehen jetzt weiter vor die Hoops. Und da macht er alleine. Ja, der Pass ist nicht angekommen, leider. Aber die Testrale geben noch nicht auf. Jetzt haben sie ihn wieder. Stimmt, da war noch ein Pass. Und er war nicht durch. Nicht durch. Oh. Die Testrale sind aber noch da, haben noch immer den Quaffel. Haben ihn immer noch. Und jetzt müssen sie ihn nur mal verwandeln. Sie laufen viel hin und her. Aber das ist auch wirklich eine große Schwäche von der Verteidigung von den Kölnern. Ja, das war jetzt ein Tor. Ja. Aber sie, also irgendwie gehen sie nicht auf den Ball drauf, wenn der so einen 2-Meter-Radius um die Ringe verlässt, hab ich den Eindruck. Ja, also, das stimmt. Sie stehen dann wirklich an den Ringen, ne? Ja, das waren so viele Rebounds jetzt. Was man auch sehr schön sieht, die Testrale haben verstanden, wie sie es knacken können, indem sie nämlich einfach viel passen und sie auseinanderziehen. Oh, und ein Versuch, ein Drive. Aber ich habe das Gefühl, er war vorher Beat. Ja, was ich glaube, ich habe es nicht gesehen, aber er hat mit der Hand geschüttelt nach dem Motto, nein, ich bin vorher gebeatet worden, was Fair Play wäre, aber ich weiß jetzt auch nicht wirklich, was passiert ist. Ja. Also, das kennt man auch aus anderen Sportarten, wenn ein Tor gefallen ist und der Torschütze schon sagt, nein. Ja, das ist sehr deprimierend, aber gut, es gehört dazu. Also ich finde es gut, dass hier sowas gemacht wird. Ja. Aber warum gibt es jetzt Diskussionen? Scheinbar haben es die Schiris auch nicht alle gesehen. Beat before, okay, no goal. Die Entscheidung steht. Ja. Beat before heißt, er wurde von dem Blatscher getroffen, bevor er das Tor machen konnte. Und dadurch ist das Tor natürlich ungültig. Genau, dazu muss man Eric nochmal loben, dass er das so, fair offen kommuniziert hat. Ja, Köln im Ballbesitz und marschiert die Nummer 36 jetzt nach vorne. Genau, das ist wieder der Alex, der dritte Alex in diesem Team. Drei Alexe haben die im Team? Ja. Das ist ja praktisch, dann muss man nur ein Trikot drucken, also wenn man es mit Vornamen macht. Man sollte nur aufpassen, wen man gerade zur Hilfe ruft. Ja, stimmt. Auf einmal kommen da ein Chaser und zwei Beater auf einen zugerannt und man wollte eigentlich nur den Chaser haben. So, Snitch ist on pitch. Macht sich bereit. Und die Testrale gehen in Angriff, haben die Kontrolle verloren, sofortiger Gegenangriff der Kölner. Aber sie sehen, dass da doch noch Bieter sind. Und der Snitch läuft hier ein bisschen im Kreis herum, macht sich ordentlich warm. Er weiß ja nicht, was ihn jetzt erwarten wird. Aber wenn es so ein knappes Spiel ist, dann werden auf jeden Fall beide Sucher volle Kanne Vollgas geben. Genau. Das Spiel endet, wenn einer der Sucher hinten diese schöne Schnatzsocke abzieht. Dafür gibt es 30 Extrapunkte und das Spiel ist beendet. Man hat also entweder die Möglichkeit, noch schnell ein paar Tore zu machen, um mindestens 30 Punkte Vorsprung zu haben, oder den Schnatz zu fangen. Mal sehen, für was sich die Teams entscheiden. Und die Sucher laufen los. Nummer 40 ist ja etwas schneller als die Kölner Sucherin. Für Köln ist Sonne auf dem Feld und geht mit voller Kraft ran. Von hinten kommt eine Bieterin von TNT-Strahlen. Sie ist noch safe, das heißt, sie wurde nicht getroffen. Jetzt wurde sie getroffen. Und ein Tor ist gefallen. Beide Seeker sind jetzt kurz draußen, das heißt Verschnaufzeit für den Schnatz. Aber ich finde, der bewegt sich relativ nah an der Außenlinie dran. Also, ja. Da muss man aufpassen, weil wenn der Schnatz sich außerhalb des Spielfeldes befindet, während die Schnatzsocke abgezogen wird, dann Dann ist er nicht gut, ne? Dann ist er nicht gut, genau. Die Kölner Siegerin, Sucherin geht weiter ran. Und der Testrahler ist direkt dran.
Tübingen ist direkt dran. Die Tore fliegen weiter, 100 zu 100, Gleichstand. Und unsere Hoops fallen auch weiterhin um. Am Start gibt es gerade Diskussionen mit dem Snitch-Ref. Ja, es ist ein knappes Spiel. Und ja, ich weiß jetzt auch nicht, was da gerade los war, aber auf Nummer 40 läuft zu den Hoops zurück und ist jetzt wieder drin. Genau, er war Beat. Da waren die Kölner Beater gerade fleißig. Das ist jetzt gefährlich, der Sika alleine am Schnatz. Oh. Und da war ein Catch. Da hat er ihn in der Hand. Kurz bevor ein Tor fallen konnte. Es wurde noch nicht gepfiffen. Es wurde noch nicht gepfiffen. Ah ja, aber das der ist, was war ich, nicht gut. Der war nicht gut, was ich nämlich gerade sagte. Der war außerhalb des Feldes. Das ah. habe ich schon vermutet. Es geht auch weiter rein. Ist natürlich ziemlich ärgerlich für den Seeker, weil ich finde, der Catch war schon gut. Und es ist auch immer so ein bisschen leicht ein Schnatzfehler, wenn er dann so nah am Rand steht, oder? Ja. Also Tübingen versucht, ein Tor zu machen. Und sie schaffen es. Ein wunderschönes Tor aus der Hocke, gerade hoch. Wie man es beim Turnen lernt. Die Sucher sind immer noch stark dran. Was man hier auch sehr schön sieht, ist, dass beide Beater jeweils versuchen, ihre Sucher zu beschützen und den jeweils anderen rauszunehmen. Ich habe ein Ratschen gehört. Ich habe auch ein Ratschen gehört, aber auch eine Injury. Genau. Das hört sich überhaupt nicht gut an. Aber generell ist es wirklich ein intensiveres Spiel geworden jetzt. Es ist jetzt wirklich intensiv geworden. Also gerade auch da am Schnatz, da ging es wirklich ab. Ich denke, die Verletzungspause wird ehrlich gesagt jetzt ein bisschen größer sein, weil es sich schon etwas brutal angehört hat. Ja, wir hoffen einfach mal, dass es ihr gut geht. Ja, genau. Aber generell, also ich finde, Tübingen macht sich auch besser mit Snitch on Pitch. Tübingen macht eine solide Figur auf jeden Fall, ja. Also das haben sie, glaube ich, geübt. Oder sie haben gerade einen sehr guten Tag. Ich würde eher aufs Üben gehen, ja. Tippen. Genau. So, jetzt stehen die Spieler halt hier so rum, wie man das so macht bei Verletzungspause. Genau. Was machst du so, wenn in der Verletzungspause? Ich denke meistens über mein Leben irgendwie nach. So. Ich fange an zu trinken. Okay. Ganz viel Klares, ganz viel Wasser. Ja, nur Wasser natürlich. Natürlich. Ja. Ja, Alkohol ist natürlich wie bei den anderen Sportarten auf Turnieren strengstens verboten hier. Strengstens verboten. Was man auch sieht, was sehr Quidditch-speziell ist, ist dieses Brooms Down, was gerade ist. Das ist ein Spielstopp, in dem die Besen nicht mehr bewegt werden dürfen. Das heißt, alle Spieler merken sich, wo sie stehen, lassen ihren Besen fallen, lassen die Bälle fallen. Und die Schiedsrichter können sich beraten oder, so wie jetzt, man kann austauschen für eine Verletzung. Das sind Spielpausen, die auch den Spielfluss unterbrechen. Und daher versuchen wir oft im Quidditch, dass sie nicht allzu oft kommen. Passiert aber immer wieder. Und hier wurde jetzt gerade ein Timeout gecallt. Genau. Also gut, die Verletzung scheint doch nicht so schlimm gewesen zu sein. Genau, sie läuft schon wieder. Sie läuft wieder. Ja, also und normaler. Es war wieder out of bounds übrigens, der Snitch-Catch. Ja, das habe ich erwartet. aber normalerweise darf ein Timer noch nicht gecallt werden, während der Snitch on Pitch ist, oder? Also ich glaube, das war in der neuen Regeländerung, dass es jetzt erlaubt ist. Das ist jetzt eine Regeländerung, okay. Ich bin veraltet. Letztes Jahr wurden die Regeln geändert. Es gab eine neue Pitchform, eine neue Feldform, nämlich eine eckige. Es wurden ein paar Regeln für die Beater umgeändert. Und auch für die Chaser wurde ein bisschen was geändert, ein bisschen die Bedeutung von Karten auch so ein bisschen hin und her geschoben. Wann kriegt man eine Karte, was bedeutet sie? Und auch die Snitch-Handicaps wurden verschoben. Der Schnatzläufer darf also nicht den ganzen Tag, so wie er will, rumlaufen. Es gibt gewisse Handicaps an gewissen Zeitmarken, um es den Suchern zu erleichtern, ihn zu fangen. Oder sie. Ja. Es gibt natürlich auch weibliche oder weder noch diverse Schnatzläufer und Läuferinnen. Genau. Auf jeden Fall, der Timeout ist zu Ende. Genau. Die sind zu ihren Besen zurückgekehrt und es geht weiter. Köln direkt ein Tor. Ah, schöner Start nach so einem Timeout. Ja. Die Beater passen hier gut auf ihre Seeker auf. Der Schnatz läuft fröhlich durch die Gegend wie ein junges Reh. Genau. Bleibt jetzt auch weiter im Feld. Ja. Und knapp vorbei. Da ist sie gut ausgewichen. Köln ist auch weiterhin daran interessiert, die Badger-Control zu behalten. Genau.
Die Testrale machen ein Tor. Machen ein Tor. Sehr schön. Die Kölner vernachlässigen auch gerade hinten ihre Deckung. Aber anscheinend war es auch ein Beat before gerade. Echt? Es wurde nicht gepfiffen, das Tor, ja. Schade, ne? Oh, da war... Das ist übrigens nicht erlaubt. Wenn der Schnatzläufer auf dem Boden liegt, darf man ihn nicht mehr anfassen. Okay, da kennt der Sucher wohl die Regeln noch nicht so gut, aber das kann ja mal passieren. Genau. Man darf, wenn ein Schnatz gerade eine Pause hatte, das ist zum Beispiel, weil irgendwas an den Klamotten, an dem Schnatz selber nicht richtig war, dann gibt es eine 3-Sekunden-Regel, dass man nicht an den Schnatz ran darf und sich nicht auf ihn hinbewegen darf. Deswegen musste der Sucher gerade zurück. Und der Schnatz zieht hier einfach eiskalt den Besen zwischen den Beinen weg. Gut, genau. Kann man machen. Die Testralle versuchen wieder ein Tor zu werfen. Sie gehen langsam an den Angriff. Und jetzt kommt auch so ein bisschen Unruhe ins Spiel. Ja, es wird bei beiden Teams sehr chaotisch gerade. Ja. Aber das ist halt das Ding, wenn der Schnatz auf dem Feld ist, ist so viel zu tun. Ein Drive von den Kölnern, der sehr erfolgreich war, von der Nummer 20. Das ist der Philipp. Und ja, der Spielstand scheint 130 zu 120 zu sein, also immer noch ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen. Genau, jedes Tor und jeder versuchte Catch könnten hier entscheidend sein. Ja. Wenn die Kölner es schaffen, jetzt noch 2 Tore zu machen, dann sind sie zumindest in Overtime bei einem Snitch-Catch. Das würde bedeuten, dass es eine Verlängerung gibt, weil es dann nämlich einen Gleichstand gibt, wenn die Testrale fangen würden. Und der Schnatz atmet hörbar aus. Er ist wahrscheinlich jetzt auch schon ein bisschen außer Puste. Ich glaube, Schnatzläufer ist auch sehr anstrengend. Das ist sehr anstrengend, ja. Man hat halt auch im Gegensatz zu den Spielern keine Auswechselmöglichkeit. Ja. Und wenn da die ganze Zeit von 2 Leuten angesprungen wird, das... Was man auch sehr schön sehen kann, ist, dass es immer verschiedene Arten von Schnatzläufern gibt. Es gibt die, die wirklich laufen. Und es gibt die, die sich eher durch... gefühlt Martial Arts, Kampfkünste verteidigen. Ja gut, das ist gut zusammengefasst. Da würde ich so unterschreiben. Oh, was geht hier gerade bei den Bietern ab? Die Bieter drehen richtig auf und ganz, er hat es schon gespielt. Die Nummer 40 von den Testralen hat ja den Schnatz schon an den Fingerspitzen. Und noch ein Drive-Versuch von den Kölnern. Das dürfte eine Karte geben. Was ist passiert? Der Testraler Keeper ist nach vorne gerutscht mit einem Fuß, ein bisschen wie eine Fußballgrätsche. Okay, das darf man natürlich nicht mit dem Fuß zuerst reingehen. Ja. Genau. Gibt eine gelbe Karte. Zu Recht. Das ist natürlich absolut verboten. Er hat gerade schon angezeigt, dass es ein Versehen war. Karten gibt es auch bei Ausversehen. Gelbe Karte, das heißt, er muss jetzt 1 Minute vom Spielfeld runter oder sein Team bekommt einen Torkasse, dann darf er direkt wieder ins Spiel. Genau. Und sonst wie beim Fußball, 2 gelbe Karten, rote Karte. Spiel vorbei. Und wer fleißig ist und viele rote Karten sammelt, der darf vielleicht auch gar nicht mehr antreten in diesem Turnier. Genau. Und die Kölner... und sie haben wieder ein Tor. Die machen das ganz gerne, dass sie mit sehr viel Speed an das Tor laufen, ganz schnell abbremsen und dann so durchfluppen. Ich weiß nicht, was ich senden stimmt, soll. Stimmt. So aus dem Handgelenk. Gibt's da einen Fachbegriff irgendwie, so einen Terminus? Oh, garantiert. Wir können einen erfinden und der wird dann übernommen. Genau. Fluppen. Fluppen. Sehr gut. Ist das Fluppen? Das ist jetzt Fluppen. Ein Bieter Blowout. Hier haben sich beide Bieter gegenseitig rausgeschossen. Es sind gerade gar keine Sucher am Schnatz. Ah, der hat gesubbt und dann kommt wieder Erik. Beide Sucher haben ausgewechselt. Für Tübingen. Jetzt kommen sie frisch wieder aufs Feld. Versuchen sich hier. Und da war ein Catch. Ich bin mir nicht sicher, ob der Catch gut war. Das sah für mich sehr nach Impeding aus, oder? Die Frage ist, wer hat... Wer hat impeded? Genau, also impeded für alle, die noch nicht so lange dabei waren. Das heißt, den Schnatz behindert. Man darf ihn natürlich weder festhalten noch in seinen Bewegungen behindern, denn sonst kann man ihn ja einfacher fangen. Er muss aber immer frei laufen können. Hier waren jetzt beide Sucher sehr eng dran. Genau, er konnte auf jeden Fall nicht nach hinten ausweichen. Er hat sich sehr schwerfällig bewegt. Genau, ich glaube, er war auch gerade überrascht, dass sie wirklich auf einmal auf ihm drauf saßen. Ja. Und jetzt ist gerade quasi die Frage, wer ist schuld? Genau, das ist eine wichtige Frage, denn wenn der gegnerische... Zika den Schnatz gerade bedrängt hat,
kann es sein, dass der Catch trotzdem als gut gezählt wird. Genau, und wenn es die Seekerin war, die ihn gefangen hat, dann geht das Spiel wohl noch weiter. Aber ich sehe gerade auf dem Scoreboard, das steht ja 140 zu 120 für Köln. Das heißt, wenn Köln noch ein Tor schießt, dann sind sie ja schon out of range. Genau. Und Sonne beweist, sie ist 100% Siegerin. Die hat das faustig hinter den Ohren. Und Köln gewinnt das Spiel. Genau, Köln gewinnt das Spiel. Es war bis zum Ende aber ein starkes Spiel, auch von den Tübingern. Ja. Definitiv ein Spiel auf Augenhöhe. Genau. Auch schöne Aktionen, die ich hier gesehen habe. Also mit einigen Überraschungen. Und auch immer wieder schön zurückgekämpft. Ja. Es war nie lange irgendwie Pause im Spiel. Sehr schön. Und damit? Ja, damit verabschieden wir uns dann auch und hoffen, dass die Sonne bald wieder rauskommt. Aber wir verabschieden nicht die Zuschauer, denn ich hoffe, ihr bleibt alle fleißig an den Endgeräten. Genau. Und ich weiß nicht, was das nächste Spiel ist, aber es wird bestimmt sehr toll. Liebe Grüße aus Tornisch und genießt noch diese schöne deutsche Meisterschaft. Genau. Auf Wiedersehen. Tschüss.